Ja, Tino ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Ich kannte ihn auch ein bisschen. Wir waren jetzt nicht beste Freunde, aber klar, man quatscht immer, wenn man sich sieht. Es hat mich auch schwer mitgenommen. Von dem her eine schöne Geste, dass wir da nochmal eine Schweigeminute eingelegt haben. Aber ja, es ist ein risikoreicher Sport. So hart wie es klingt. Und ja, es liegt auch an uns Fahrern, wie wir miteinander umgehen. Es ist uns immer zu jeder Zeit bewusst, aber wenn es dann doch passiert, kommt es halt doch nochmal, wie soll ich sagen, ein Stück weit näher. Und auch bei der Tour de Suisse war das gesamte Fahrerfeld halt extrem betroffen. Zum einen, weil Gino halt ein super Kerl war. Ich habe auch oft mit ihm gesprochen. Ich habe an dem Tag noch mit ihm gesprochen, das war echt hart. Und ja, es ist halt. Es gehört ein Stück weit dazu. Ich kann die Organisatoren der Tour de Suisse nicht, man kann ihnen nichts vorwerfen. Ja? Abfahrten zum Ziel runter gab es schon immer, sind wir schon oft gefahren. Und man kann einfach nicht sagen, dass die Tour de Suisse schlecht oder gefährlich organisiert ist, ganz im Gegenteil. Ja, es ist natürlich im Moment jetzt auch noch eine Situation des Schocks mit dem Verlust auch von Gino Meda nach diesem schweren Sturz bei der Tour de Suisse. Generell fühle ich persönlich gerade so auch einen Moment der Ratlosigkeit, in dem man sich fragt, okay, vielleicht auch in dem man realisiert, das ist ein sehr, sehr gefährlicher, teilweise eben auch lebensgefährlicher Sport, den wir betreiben. Deswegen verstehe ich den Ruf nach Sicherheit, muss aber auch sagen, in den letzten Jahren hat sich viel getan. Es gibt diese Bewegung, dieses Bewusstsein ist da. Und muss sagen, dass von außen gesehen sich nichts verändert hat zu der Situation, wo ich noch aktiver Sportler war, wo ich auch aktiv Kritik geübt habe, wo ich allerdings auch, ich denke auch, gute Vorschläge gemacht habe, wie man Sachen auch Sachverhalte verbessern kann. Da hat sich leider aus meiner Sicht überhaupt nichts getan und da muss ich immer wieder an die UCI, aber auch an die Rennorganisatoren appellieren, die Rennstrecken wirklich besser abzusichern und auch vor allem eine gefahrenfreiere Streckenführung zu wählen.